Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar werde ich heute meinen Drusillar wieder ein bisschen weiter leveln. Der ist mittlerweile schon auf Stufe 75. Und ja, da heute kein Raid ist, wollen wir spontan einmal loslegen. Haben wieder ein paar Leute aus dem Stream zusammen geschnappt und ja, gehen jetzt einmal ein paar Dungeons machen. Beziehungsweise, da wir jetzt heute keinen Heil aus dem Stream haben, mache ich noch ein paar Quests nebenbei, weil wir wahrscheinlich jetzt 1, 2 Minuten warten müssen, bis wir einen Invite kriegen. Und ja, aber so ein bisschen Höllenhalbinsel ist da auch ganz schick, zumal ich mir extra schon das schnelle Fliegen gekauft habe. Und dementsprechend, ja, mir die ganzen Sachen hier schnell einfach von der Luft aus holen kann. So, mal gucken. Wir hatten eigentlich heute Raid gehabt, aber da der Gildenlead sich entschieden hat, die Gilde einfach zu disbanden, ne, ist jetzt heute mal kein Raid. Trifft sich für mich jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Kriege ich meinen Char ein bisschen schneller auf die maximale Stufe. Ja. War ich mir so ein bisschen die Zeit, ne, und streckt es nicht so über die Wochen, weil normalerweise level ich ja immer nur samstags. Und jetzt kann ich halt am Sonntag auch mal schön ein bisschen hochziehen, denn ich habe ja auch noch den Zandalari-Troll, den ich brauche, ne? Den will ich ja auch noch leveln und den möchte ich eigentlich dann im Anschluss machen, also sobald ich den hier fertig habe. Ah, schau mal an, so lange dauert das sogar gar nicht, bis wir einen Invite kriegen, auch ohne Healer. Jetzt haben wir halt bloß einen Random Heal, heißt, ich werde wahrscheinlich eher nicht die ganze Instanz pullen können, weil, ja, das wahrscheinlich dann nicht so gut ausgeht für mich. Was ist denn das? Oh, hier. Ah, Tiefensumpf. Da haben wir sogar noch Quests, da war ich noch gar nicht. Schau mal an. Perfekt. Bin hier eh schon kurz vor Level Up, ne? Also viel fehlt gar nicht. Ist immer gut, wenn man noch Quests in Instanzen hat. Da kriegt man dann immer noch einen Ticken mehr. Achso, Ding habe ich jetzt auch schon. So, warte mal, die können wir, oder? Packen wir das? Ah, wahrscheinlich jetzt eher. Ah, der Heiler ist noch gar nicht da. Okay, ich habe eben gesagt, ich sollte nicht so viel pullen. Ah, ist er schon am Hotten jetzt. Oh, der Level-Up hat mich gerettet. Habt ihr das gesehen? War alles geplant, Leute, ich sag's euch. Früher habe ich das gemacht, um irgendwelche Elite-Mobs. Früher hattest du ja noch wirklich, also so in Burning Crusade-mäßig bis Wattle war es ja noch so, dass du wirklich noch so Elite-Quests hattest, wo du dann so 5-Mann, das stand ja auch noch hier im Quest-Text, so 5-Mann-Quests oder 3-Mann-Quests, ne? Und da waren auch oft, ich war auf einem ziemlich leeren Server, waren auch oftmals keine Leute, du hast ewig nach Leute gesucht, die halt deine Quest auch hatten. Und da habe ich immer versucht, diese Elite-Quests alleine zu machen, ne? Und dann habe ich immer auch so lange hingespielt, bis ich kurz vom Level Up war. Und habe dann diese Elite-Quest so gemacht, dass ich den Elite-Mob quasi gepult habe, ihn so weit runtergehauen habe wie möglich. Kurz bevor ich beim Sterben war, habe ich irgendeinen Gammel-Mob, der daneben stand, noch schnell umgehauen, dass ich Level Up wurde. Und dementsprechend dann. Oh, wir pullen jetzt noch mehr dazu. Und dementsprechend dann durch den Level Up wieder komplett voll war, ne? Da musstest du aber halt immer ein bisschen warten, bis du wieder kurz vor Level Up war. Solche Dinge oder manchmal einfach diese ja, Elite-Solo quasi geprogressed, so lange an den rumgekämpft mit CC und allem, bis ich die halt alleine tot gekriegt habe. Das war auch so ein bisschen Herausforderung, es alleine zu schaffen. Ne? Manchmal wäre es wahrscheinlich effizienter gewesen, sich einfach Leute zu suchen. Aber das war so ein bisschen, hat auch den Reiz ausgemacht. So, warte mal, ich muss eigentlich diese Dinger hier sammeln. Ich würde sagen, wir schlagen uns nicht um die Bluthut-Biskus, oder? Kriegen wir das hin in der Gruppe? Oh, er shrouded. Ja gut, hättest du das vorher gesagt, ne? Hätten wir hier so durchlaufen könnten. Also der Druid, der hält aber auch nichts von Pre-Hotten, ne? Der setzt die Hots halt auf mich. Wenn ich auf 30% bin, dann fängt er an zu hotten, ja? Aber wenigstens benutzt der Barkskin, ne? Hier. Ich setze doch die Hots auf den Tank, wenn er anfängt, auf die Mobs zuzulaufen. Dann setze ich halt 1, 2, 3 Hots drauf. Und dann ist er eigentlich safe. Aber ich war jetzt auf 30% oder so. Und dann kriege ich den ersten Hot drauf. Keine Ahnung. Ja, ich finde healisch eh kompletter Schwachsinn. Wie hier in der Level Range. Ja, aber man kann ja Da wenigstens vorne bei intelligent Xiaomi im healen. Stream, Kyle, bei der auch sein Zandalari gespielt hat, habe Ja. ich auch stehen hier gesagt, mein Kind wacht ganze Zeit auf. Ja. Einfach Na gut. ausgespielt. Na gut, aber Pizza war im Ofen gleichberechtigt irgendwie. Ich weiß nicht. Genauso wichtig.
Ja, gut, man muss Prioritäten setzen, ne? Klar. Nochmal die ganzen Quests mal ausblenden. Ach, egal. Lol, der Jäger. Wo ist der Hunter hin? Hat Was ist da seinen Rückzug. runtergefallen? Perfekten Griff. Einmal mit Profis, ne? Ja, Rückzug solltest du aber auch nicht viel sagen, Tilla. Ich sag nur schwarze Zichen. Was ist die? Ja, Ich bin der Meister des Rückzugs, weißt du? Da geht was. in die Lava. Du, aber. Oh, ja, das war Absicht. Das war Absicht. Ich wollte ausprobieren, ob die Lava brennt. Ob sie heiß genug Lol, ist. Weg lagen, sich die ganze Zeit wieder runterschießen. Aber mit dem DH habe ich es auch so richtig drauf. Der hat ja auch einmal diesen Rush nach vorne als CD und einmal diesen Scheiß, der zurückgeht. Und das habe ich starke Beine, wo mein Charge ist. Und immer wenn ich auf Mobs zulaufe, drücke ich das Ding und dann springe ich wieder zurück. Das ist total blöd und bin dann irgendwo genau in die falsche Richtung, ne? Also. Ja. Ja, das ist, wenn Da man es unten gewohnt im ist von einer Wasser. anderen Klasse, ne? Und es dann an dieselben Positionen bindet. Viele Klassen in WoW sind ja relativ ähnlich, ne? Von der Spielweise. Zum Beispiel alle Tanks sind einigermaßen ähnlich. Habe zum Beispiel meiner E-Spell immer auf 4 gebindet, ne? Also mit jeder Klasse habe ich eigentlich meiner E-Spell auf 4 gebindet. Glaub's nicht. Was Was machst du glaubst du hier nicht? denn? Habe ich auch. Auch auf 4. Echt? Ja. Anti, jetzt musst du dieses Elixier trinken. So ein Nachmacher. Den müssen wir schnell umhauen. Aber nämlich, ich glaube, du hast noch keine HT, ne? Weil der setzt seinen Pilz. Ach, da kommt doch ein Gut HT. dabei. Ich Der habe hat's HT. im Pad. Weil diese Pilze heilen ihn sonst wieder komplett hoch. Oder dieser Shit, jetzt müssen wir damagen. Magie, könnt ihr das runternehmen? Zauberer. Ja, wäre gut gewesen. Es halt ihn halt echt gut hoch. Da bekomme ich halt in einem Level. Blöd. Warte mal, war hier eine Quest, die man. Früher hatte man da so eine Quest, dass du. Nee, die habe ich gar nicht. Dass du so eine Knospe looten musst. Habt ihr die? Oder haben sie die rausgenommen? Die Boote. Bin schon vor Ewigkeit ausgemacht. Okay, ja gut, dann halt nicht. Oh, letzter Bluthibiskus. So, Ich habe auch schon alle. bin fertig mit dem Bluthibiskus. Das ist immer Zuletzt so ein wurde ich halt. Gesch ist immer so ein Geschlage um so Drop-Sachen, ne? Zuletzt wurde ich halt aus einer Indie rausgekickt, weil ich was gelootet habe. Echt? Ja, Garrix. Aber es gibt manche so Innies, wo diese Loot-Sachen nicht langen, was ich total dumm finde. Wo nicht jede die Quest fertig. Welche Innies waren das? Da hast du auch so Gut, Sachen, wo dann. also. Wo man diese Ich bin im Waffenschrank Schattenlabyrinth aufheben muss. geflogen. Ja, stimmt, da musst du auch was looten, ne? Aber das reicht eigentlich locker. Am Ende sind da richtig viele. Ja. So lila Dinger sind das, ne? Die du da looten Sag musst. das dem, der mich rausgeschmissen hat. Ich weiß Warum kickt ihr euch denn gegenseitig? Er hat Flügelchen aktiv, hat eingesetzt, anstatt Damage zu machen. Das war halt Ich unnötig, hatte ne? nicht überhaupt den Flügelchen aktiv. Alles Lüge. gut. Ihr seid schon drauf. Um die Kurzfassung zu sagen, ja, der Gildenlead hat halt einfach, ohne jemanden Bescheid zu sagen, die Gilde aufgelöst, weil er keinen Bock mehr hatte. War halt nicht so nice. Ich hab ja Froschdorf als Mario. Null. Ja, das macht bei eh auch ziemlich gut Damage, ne? Würde ich vielleicht auch einsetzen. So, by the way. Alles zu seiner Da Zeit. kriegst du ja die ganze Zeit diese Eislanzen-Procs. Das ist eigentlich das, was, wo du recht Ja, gut Damage Mann. machst. Null. Die Auffliege überhaupt nicht weit. Nee, die musst du sinnvoll setzen. Wenn die den ersten Mob irgendwie berührt, Boah, weiß wie dann schnell das. bleibt die da fast stehen oder fliegt halt ganz langsam weiter. Ja, scheiße. Ja, die musst du gut positionieren, sonst ist das blöd. Sonst geht dein Damage flöten. Das Ding hasse ich hier so hart. Aber so, also jetzt, so schlecht ist der Druid Heal nicht. Der hottet mich komplett und ab und an setzt so eine Barkskin. Ja, du, ne? Also, das ist zwar eigentlich das Minimale, was man machen sollte als Druid Healer, aber Also da ein ich schon so PC, viel, ne? dass ich schon so viel Schlechteres gesehen Da habe. sind wir da durchgelaufen, genau. Wo seid ihr durchgelaufen? Wir haben zu jedem Boss alles mitgenommen. Das geht mit Sicherheit auch, aber mit dem Random Heiler mache ich das nicht. Nee.
Also dann vibest du halt die ganze Zeit bloß und dann hast du ja auch nichts Schnelleres. Gestern hatte ich eine gute Gruppe, da hatten wir einen richtig guten Damage, ne? Also da haben wir richtig durchgeballert. Und da haben wir auch alles gepullt. Gut, manchmal haben wir auch ein bisschen Harakiri-mäßig gemacht. Da waren wir in Bollwerk, waren wir in 4 Minuten durch. Das ist halt schnell. In Arcane ging es auch ein bisschen schneller wahrscheinlich. Ja, also Was? der hier, Pico macht ja mit seinem Arcane-Mage, macht ja abnormalen Damage. Die Mobs schmelzen halt einfach nur. Ich kann da halt wirklich 10 Gruppen zusammenpullen, ist halt easy. Wenn du brauchst halt den Schaden und die Heilung, wenn das beides passt, ne? Dann geht das recht gut ab. So, wir haben einen Shroud. Aber der Druid Heal läuft nicht mit. Er stirbt. Was macht er denn? Er kann doch einfach stealthen. Er ist doch Druid. Was macht er denn? Ernsthaft? Lul. Auf jeden Fall was falsch. Was macht er denn? Er läuft in Normalgestalt. Er ist sogar in Katzengestalt schneller. Okay, ich nehme alles zurück, was ich über ihn behauptet habe und behaupte das Gegenteil. Er ist ein Kacknoob und zwar ein richtiger. Habt ihr gerade die Scheiße gesehen? Alle sind durchgestellt. Was macht Captain Druid Heal? Geht einfach in Normalgestalt und läuft da. Du läufst als Druid Heal nie in Normalgestalt rum. Das macht überhaupt keinen Sinn. Du bist halt einfach langsamer. Ach. Was ein Gammler, echt. Weißt du, da wollte ich einmal einen Typen loben, dass er nicht komplett Dreck ist, ne? Und dann sowas. Schau, wie so ein UFO. Was machen die da? Sind die an dem Mob vorbeigelaufen? Wie geht das? Ist das Zauberei? Weißt du, so einer ist das. Und dann noch mit einer Klasse, wo er Ace helfen kann. Ja, jetzt ist er. Ach nee, das ist der Ding, okay. Der Rogue, ich dachte mir jetzt gerade. jetzt habe ich aber, ne? Der Typ ist mein Held. Vom Kartoffelfeld. Also ich könnte halt hier diesen EP-Sockel reinmachen, wenn es den halt im Low-Level schon gäbe. Wenn ich Blizzard wäre, dann würde ich halt noch mehr Möglichkeiten reinbringen, dass du die EP erhöhen kannst. Aber die halt schon ein bisschen an Bedingungen knüpfen, ne? Also, dass du mehrere EP-Sockel hast, unterschiedliche, die halt dann schwerer zu holen sind, ne, die du auch im Low-Level schon einsetzen kannst und so, wo du halt ein bisschen was tun kannst, musst, und dann hast du halt auf Dauer bestimmte Items, wo du halt noch schneller leveln kannst. Das würde ich cool finden, wenn sie sowas machen würden. Weil dieses ganze, diese Thematik, die wir ja gestern schon teilweise besprochen hatten, mit Level-Squish, was sie machen wollen, die halte ich für totalen Schwachsinn, ne? Wenn die einfach die Level-Phase wieder ein bisschen verkürzen sollen oder wollen, dann würde ich halt einfach den Leuten Anreizen geben, auf Maximal-Level, bestimmte Aktivitäten nachzugehen, um dann halt auf Dauer für Twinks das Leveln zu verringern. Weil dass man. Wo ist denn der Typ hier? Flackt er doch irgendwo, oder? Bin ich jetzt blöd? Hier bei mir. Ach ja, ich bin über ihn drüber Ja. gelaufen. Ja. Ich verstehe aber eh nicht, die Grundphilosophie war jetzt doch eigentlich, dass es ein bisschen länger dauern sollte zum Level, ne? Es kam ja, wann waren das am Ende von Legion? Haben die ja irgendwie dieses komplette Level-Ding extrem in die Länge gezogen und jetzt haben sie Stück für Stück sind sie wieder in die gegengesetzte Richtung gegangen, wo ich mir dann denke, warum macht ihr es erst länger und ändert es dann wieder? Also es ist irgendwie inkonsequent. Weil so viele negative Ja, weil Bewertungen jeder wiederum kamen. halt weiß, wie er zu lang dauert. Ado, hey, ich grüß dich. Das könnte ja noch schneller gehen. Welche Sperre beim Arbeitsamt? Was? Max hat jetzt eine Sperre beim Arbeitsamt bekommen, gibt es kein Hartz IV mehr. Ach so. Da muss jetzt eine Woche Diät machen. Gut, das bringt nicht viel. Tut ihm aber, glaube ich, weh. Ach, Leute. Hier wieder Trank anrufen. Könnte die Mobs jetzt wegnocken, aber ich gehe jetzt auf Risiko. Ich mache echt am meisten Damage, ne, oder? DPS, ja. Also, bei einem Gamme-Mage ist es auch nicht schwer, den einzuholen. Gut, was hat Berich in Tank außer hauen und so jetzt? Ja, ein Frostmage hat er. Krankenhieb? Ach ja, guck mal. Also ich bei einer E-Gruppe mache ich Krankenhieb hauen, Active Mitigation und meine Dev-CDs halt, ne? Ja, das ist ja klar, dass du der Logo auf Platz 1 kommst.
Nö, wenn den Mage ordentlich rein DPS, kommt der eigentlich drüber. Bei weitem, also der Khan-Mage Pico ist da teilweise bei 2-3k DPS gewesen. Muss so zu sein, ich bin Frost. Ja, Frost ist halt jetzt nicht so geil. So, ich hab die Dings fertig. Mal gucken, was ich für ein 400er Item krieg. Azerit-Schultern habe ich gekriegt. Warte, ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich leech ja immer nebenbei noch Warfronts. Hier, 400er Schultern, einfach auf dem Gammeltwink. Ja, mal Skillen noch. So kriege ich halt meine Tränke zusammen und meine. Das war jetzt vielleicht nicht so clever, einfach den Boss anzugreifen ohne mich. Zu uns gelaufen und dann. Ich retz dich mal. Wir wollten einfach kuscheln. Und der haut auch noch ziemlich gut rein, der Boss. Wow. Boschmagie, Priest. Hast du gerade gesehen, Anti? Das war gerade Black. Der Bombengefesselte. Nee, ich hab nicht gesehen. Zeig ihn nicht gleich mehr. Mal gucken, die Quest müsste eine relativ gute EP bringen. 15k, ja. Wir bräuchten halt einen, der low ist, ne? Dass wir Bollwerk reinkommen würden. Wir bräuchten am besten so einen Level 59er Heiler, das wäre halt ideal. Wenn du einen vom Low Skill brauchst, kann Shriek sein, Lade. Ja, Low Skill brauche ich nicht, ich brauche lowes Level, ne? Ja, wir haben, du bist der mit dem Low IQ, ne? Oh, jetzt kommen aber die harten Kisten. Ist ja los. Ja, moin, ich hab sogar Inbuff. Ja, den brauchst du vor allem. War jetzt aber ein bisschen Eigentor, oder? Hier mit dem Inbuff, mit dem Spruch hier. Der tat auch gerade weh. Ja, kannst du mal gucken. Weil du kommst, also hier in Bollwerk kriegst du halt, bist halt so viel schneller durch und kriegst halt im Verhältnis so viel mehr EP, das merkst du halt, wenn du eins, wo Bollwerk Runs hast, du bist halt um x-faches fixer, ne? Das ist halt echt krass. Also Tela, wenn du mir 20 Euro gibst, erstelle ich mir einen Dudu, mach den so auf Levelstop, also 20 Euro, wenn wir gut haben, dann mach ich das. Ja, oder ich kick dich einfach hier. Ja, okay. Können wir natürlich auch machen, ne? Also, Bro. Wie der Kleine mich erpressen will hier, unglaublich. Das war ein Geschäft, das war keine Erpressung. Ja, perfekter Geschäftsmann. Geschäftsmann. Ich stelle mir Riggs gerade zum Anzug an, vor, weißt du, so ein bisschen zu große Ärmel und alles. Mit so einem Hut, so 20 Jahre Style. Das passt eher zu Noob, vor allem mit seiner süßen Brille. Hm. Oh. Du wärst eher so ein schmieriger Typ, der am Strand so Sonnenbrillen verkauft, oder? Oder wo? Und das unverschämte Preise. Kaufen. Warte mal, warum habe ich denn eigentlich keinen einzigen Hot drauf? Ach, der Heal Druid ist noch nicht da, der Endboss ist fast tot. Ach so, hier, jetzt ist er in Katzengestalt. Schau mal, der Boss ist auf 11%, der Endboss, und ich krieg den ersten Hot. Du Gammler. Euch noch. Ja, ich hab mich jetzt die ganze Zeit selber hochgehalten. Mit 10 Indies kannst du schön damagen als Heiler. Ja, du, ja, FK halt lieber, keine Ahnung. Oh. Dem Klum war aber nicht mehr. Ich hab heute auch gesehen, NHC hat ein Restoroid, eine Eule überholt im Damage im Bossfight bei Opulenz. Du kannst auch ziemlich viel Schaden machen als Heiler, ne? Da geht schon einiges. Wenn du halt nur durchziehst, wenn du halt nicht mehr viel heißt, das ist halt. Also im Busfall waren wir oft erst, so. 60k XP nur durch die Quest. Ja, jetzt ist die Frage, sollen wir mit dem nochmal queuen mit dem Heiler von Maligos? Der andere wollte doch umloggen. Achso, ja. Perfekt, dann geht aus der Instanzgruppe raus. Dann schau mal, was du für ein Char hast. Valira, hey, grüß dich. Oh, ich werd verkloppt hier von den Mobs. Muss ich so gleich mir Legendary holen. Ich kann ja dann einfach eine Dings aufmachen, eine Gruppe, und dann könnt ihr mal gucken, inwieweit ihr noch einen Schaden habt, dann können wir gleich wieder queuen. Gesundheit.
Ja, der, also Char muss, glaube ich, 59, sowas um den Dreh rum. 58 kannst du, glaube ich, nicht random queuen. 60 oder so geht auch noch. Musst du mal gucken, was du hast. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann können wir auch so weiter basteln. Ja, bist immer Kommst noch nicht halt schon mit in die 1. bessere Innis rein, Ja, ne? 59 ist das erste. Komm, KMP hier. Wie viel Prozent bist du? 97. Oh, jetzt muss ich noch so Ork-Dinger holen, ne? Schauen wir mal, was wir zusammenziehen können. Weißt du, gibt immer so einen Gammler, der einen abschießt. Ja, Das endlich. stellst du dir ungefähr so vor, sollen wir das mal angucken? Da, da ruhig Da dann. ist ein Sinnerfrucht, in der Liste. Toll. Genauso habe ich das gemeint. Genauso habe ich das gemeint. So mit Anzug und zu langen Ärmeln. Er sieht ein bisschen aus wie der Pinguin. Ja. Kannst du ein Batman-Schurke werden? 57 ist wahrscheinlich zu low, oder? Nee, 57 geht nicht, da bist du in einem anderen Bracket, da kannst du leider nicht mitmachen dann. Wenn das nicht angelistet wird. Schau mal, ob das hier eine Sichtbarriere ist, ob ich LOSen kann da. Perfekt, ich kann damit LOSen. Schau, dann kommen sie alle nämlich zusammen, die ganzen dreckligen Caster. Ja. Schön, dass du dich trotzdem angemeldet hast, aber, ne? Das funktioniert leider nicht. Kannst halt erst ab frühestens 59 auch Burning Crusade queuen, ne? Und Classic können wir halt nicht mehr queuen. Aber vielleicht ändern sie sowas mal, das wäre eigentlich auch ganz gut. Dass du diese Schwellenwerte nicht mehr so hart machst. Dass du halt vielleicht so eine Range machst, dass du bis halt 60 oder 65 Classic queuen kannst, aber Burning Crusade schon vielleicht ab 55 oder so, dann hast du halt mehr Übergang, ne? Man macht einfach alle in einen Leiter und kann durchgehend 1 bis 100 alles listen. Also in Das alles rein. wäre ja zu einfach. Ja, das wäre. Ja gut, dann queuen wir halt so nochmal rein und schauen mal, was wir kommen. Frag mich, ob sie irgendwann mal Classic als Dings machen, als Time Walker, ne? Hey, danke dir fürs Followen. Classic. Classic, ja, Classic ist noch nicht als Time Walker Classic. drin. Aber da gibt's halt auch keine HC-Inis, ne? Time Walker ist ja immer am HC. Kommt auch noch irgendwann. Ja, mal gucken. Bis jetzt sind sie ja da quasi dahin übergegangen, immer die nächste Expansion zu machen, ne? Jetzt ist ja dann WoD, das nächste, was kommt, und irgendwann mal vielleicht Legion, ne? Dann als Time Walker. Muss ich mal gucken. Sollten wir noch einen Wecker für morgen schon mal stellen? Warum musst du früh raus? Wieder in die Schule. Kann ja nicht so die Schule abbrechen genug, ne? Also. Ja, hier ist der Plan. wenn dein Business ein bisschen besser läuft, ne? Anzug hast du ja jetzt schon mal. Geht was. Rix hinlegt den gerade ins Despo-Shop, das bist 1 zu 1, du. Ja, ist immer blöd, wenn du noch einen Heiler brauchst, ne? So, was muss ich jetzt noch machen? Einmal darüber. Achso, ich muss die Dinger anzünden, nur die Klingenwerfer. Naja, kann ich nebenbei so ein bisschen questen. Schadet jetzt auch vielleicht nicht. Während man wartet, dass man Invite kriegt. Und nebenbei bin ich noch ein bisschen am Warfront basteln. Dass ich da noch ein paar Marken kriege, um mir mehr von den Dinger kaufen zu können. Jetzt mal schauen, ob ich das. Ach, hier ist wieder dieser ganze Mist. Ich muss das mal wieder. Ah, okay, das geht nicht während der Bewegung. Immer so irgendwo hinstellen, wo die mich nicht erwischen. Vielleicht hier unten irgendwie? Ah. Ah, sieht gut aus. Hey, mach mich mal nicht nach hier. Musst du mit Geräuschen unterlegen, wenn du so solche Aktionen wirkst, weißt du? Ja. Ah.
Um ein bisschen die Dramatik zu steigern. Ach scheiße, was ist denn jetzt los hier? Mein WoW hat sich verschoben. Hier rüber. Was ist ah, geflogen? Ja, ist teilweise Nice. automatisch. Ich weiß auch nicht, was, wie, warum das macht. So, Klingenwerfer haben wir angezündet. Ein Talisman brauche ich noch. Den kriegen wir da hinten und hier muss ich noch hin. Na gut. So, jetzt rückt uns mal die Daumen, dass wir einen vernünftigen Heiler kriegen. Falls er annimmt. Falls er annimmt, ja. Oh. Die Akora in die waren wir noch, glaube ich, nicht, oder? Naja, die. Oh, war ja. Die ist ein bisschen in Krampf. Da waren Die wir doch gestern Instanz. schon einmal drin. Ja, die waren wir schon. Wo am Die Ende nochmal Mobs hauen laufen hier mussten, ziemlich damit gut die rein. nochmal. Lol, der gleiche hier. Ist das wieder? Ja. Ja, Ich habe halt noch glaub keinen echt. einzigen Hot drauf. Hätte mal gleich Da ist weiter das Q gleich. können. Ah, jetzt. Jetzt passiert was. Ja, mal gucken. Wenn der Hots gesetzt hat, war es ja okay, ne? Mit dem machen wir keinen Harakiri-Pull. Gestern haben wir hier so ein paar Harakiri-Pulls gemacht. Es funktioniert nämlich hier so, wenn du den Boss pullst, dann kommen alle Mobs aus dem ganzen Raum zusammen, ne? Und, ja, warte mal, ich könnte Wut Priest, sollen wir es probieren? Ja, mach einfach. Ja, ich stack jetzt hier Wut Pre, zünde dann einfach HT gleich. Er hat jetzt Bugskin rausgehauen. CHT. Alles, was ihr habt, raus da. Einfach die Mobs wegleaven. Jetzt dürfte, glaube ich, jawohl. Deutlich besser als gestern. Oh mein Gott, mach ich viel Ja, Schaden. ich habe auch Inka und habe alle CDs ready gehabt selber. Okay. Da konnte ich jetzt einfach reinkleaven wie so ein Blöder. Es geht schon. Es funktioniert Ein schon, wenn du Kennzeichen. das kontrolliert machst. Wir haben ja auch AT jetzt laufen gehabt, weißt du? Ich habe wirklich alles. Ich hatte durchgehend 50% Schadensreduktion plus zweimal Eisenfell ab. Also wahrscheinlich habe ich jetzt nur 10, 20% Schaden insgesamt von dem Midi-Damage Aber gekriegt. insgesamt haben wir auch mehr Damage, kann es sein, obwohl wir sogar einen Schurken dabei haben. Wundert mich doch, dass der Schurke sogar 1k E-DPS gemacht hat. Loft. Was ist denn mit dem komischen Heiler? Jetzt kommt der erste Hurt wieder. Was ist denn mit dem Typen? Hots sind keine Hard-CDs. Weißt du, er zieht ja alles, aber halt erst, wenn ich auf 10% bin, fängt er halt an. Er ist so ein Typ. Alles Transmog. Boah, das war knapp. Ich glaube, ich muss ihn immer im Combat halten, dass er immer angehalten ist, die Hots drauf zu lassen. Weil Drill Healer ist eigentlich auch im Low-Level schon relativ stark, ne? Also vor allem auch, wenn du die ganze Zeit weiter movest. Wenn wir jetzt da schnell genug sind, dann adden wir den Großen von hinten nicht, der die ganze Zeit feart. Lauft, lauft, Mage. Oh mein Gott, du hast geaddet. Ne, der Heiler hat geaddet, okay. Ah. Ja, der feart dich halt hier im Karree rum, das ist halt das Problem. Fängst du. Ja, schau, da geht's schon los mit dem Gefiere. Ja, schau, das mit dem Boss hat geklappt, ne? Also, hab ich das letzte Mal gemeint, dass das eigentlich geht, wenn du halt die schnell genug weg-DPSst. Ja, Was es ja geht eh endlos super, ja. ausschaffen. Da haben wir es ja gestern auf keinen Fall irgendwie ansatzweise geschafft. Ja, doch, wir haben es schon geschafft, wir sind halt x-mal gestorben, ne? Zwischendrin, aber wir sind nicht gewiped. Ja, stimmt. Ne, der Endboss, nicht der erste, meine ich jetzt. Ach so, das, ja. Das können wir noch versuchen. Im Endboss ist das nochmal eine andere Sache, weil du da hast auch diese ganzen kleinen Dinger, die hochgehen und halt E-Damage drücken, ne? Das ist halt da das Und die Problem. vier die ganze Zeit. Ja. Ja, sobald du halt einen Haufen CC hast, wird's halt echt schwierig. Ja, die hätten wir eigentlich auskippen können. Komm, wir nehmen die mit. Das klappt eh wieder nicht. Da pullt eh wieder irgendwer. Ja, siehst du. Naja, mal gucken. Ich denke mal, auf 80 kann ich auf jeden Fall kommen. Dann kann ich das nächste Mal ganz schick im Ding anfangen, im MOP bzw. Cutter, ne? Je nachdem.
Ich glaube, vielleicht mache ich doch mal Cutter und nicht MOP. Der ich ist ready. Nee, lass mal nicht hier durchstealthen. Lass mal nach dem Boss durchstealthen, durch die Kackgruppen. Tilla. Okay. Zu spät gehört. Gut, das war natürlich jetzt clever. Hier, die Mobs können halt gar nichts. Jetzt haben wir genau eine Gruppe geskippt, weil hier die wirst du eh pullen. Zumindest hast du die kapiert. Ja, da haben wir sie schon geedit. Jetzt haben wir halt genau, und da kommt noch der 4 und wir pullen die anderen wahrscheinlich hinten auch noch. Wir haben jetzt eine Gruppe, die gar nichts kann, geskippt. Besser wäre der nächste Raum gewesen. Weil da hast du die ganzen CC-Mobs. Alter. Jetzt haben wir vor allem die Mobs von hinten noch, die uns jetzt während dem Bosskampf zu zählen. Premium. Ja. Ja. Ich würde Cutter Indies nicht empfehlen, die hauen richtig rein, also die sind fast unbalanced. Ich hätte voll weggefeiert. Der Blau ist tot. Ich weiß nicht, was besser ist. Bleibt sich eigentlich gleich. Dings laufe ich ganz gerne in Cutter. Also die Naga-Indie auf jeden Fall nicht, aber die andere, die in Blackrock, weil da kriegst du extrem viel EP bei der Instanz. Von den Quests her. Das ist irgendwie, das ist nach jedem Boss wieder eine Quest und die bringt richtig gut EP. Die solltest du dann am besten einmal gehen. Ja gut, die OP-Indie ist wie die Tempel-Jahres-Schlangen sind auch ganz geil. Ja, okay, das ist vor allem die NDP, wenn man nicht so vorkickt wird. Du hast nicht mal gekickt. Kommt da so leicht der Dings raus. Das Nachtragende. Ja, hier müssen wir halt einzeln machen am besten. Also nicht den ganzen Raum zusammenpullen, weil das geht immer in die Hose. Blöderweise. Aber wir haben gar nicht so schlecht Schaden. Seit wann macht denn der Rogue so guter E-Damage? Sonst waren immer, wenn du einen Rogue dabei hattest, waren die immer shitty ohne Ende. Also im Low-Level. Und zwar richtig ja, shitty. Das macht der Level-Bereich einfach aus. Okay, haben die da mehr AE, oder? Der Rogue hat erst ab 63 seinen ersten AE. Naja, gut, okay, dann liegt es daran, dass das nur im Low-Level so shitty ist. Hier kriegst du halt ständig dieses Handlungsunfähig rein und dann gehen die immer auf die DDs, die ganzen Mobs, und wenn du hier viel zusammenpulst, dann läuft es so, du kriegst das erste Desorientieren von der Mobs rein, erste DD tot. Du kriegst das zweite Desorientieren rein, zweite DD tot. Und das geht dann immer so weiter und dann machst du nix. Und dann das kommt noch das 4 und du hast den ganzen Laden am Hals. Beste Fähigkeit ist immer noch Solar Plexus. Laut Hannes. Ruben, hey, danke fürs Donaten, das freut mich. Oh, aber ich bin fast tot. Grüße gehen raus an dich. Was spielt eigentlich Blackhammer als Main? Bin wieder handlungsfähig? Der hat aufgehört mit WoW, der hat irgendwie drei Mains irgendwie gehabt. Der hat einen Dudu mal gemaint als Tank, dann Krieger-Tank, dann mal einen Schurke war, glaube ich, auch mal. Ja, echt? Ich wusste gar nicht, dass er Tank spielt. Ich dachte, er spielt DD. Nee, aber okay, er hat versucht, Tank zu spielen, aber. Okay. Die Tonung liegt auch versucht. Für mehr wie HC-Init hat es nicht gereicht. Ja, gut. Jeder fängt mal klein an, weißt du, also von dem her. Der Super Kids ist da. Ja, grüß dich. Hier Rose hat mir da geedit. Bin handlungsunfähig. Alter. Ja, du bist hier nur CC'd. Oh mein Gott. Hier handlungsunfähig, die gehen wieder auf euch. Alter, die spiele ich ja perfekt, die Mobs. Wieder handlungsunfähig. Bist besser als manche Arena-Gegner. Jetzt bin ich tot. Du bist nur CC, du kommst nicht mehr aus der CC-Chain hier raus, wenn du so viele Mobs hast. Deswegen meinte ich, hier wäre der Shroud halt perfekt gewesen, weil das hier echt so Bitch-Mobs sind. Und selbst wenn, also du müsstest, wenn du das ganz safe spielst, die eigentlich ewig weit zurückpolen, dass du nicht in die nächsten reingeführt wirst. Aber es ging ja jetzt. Bin ja nur echt gestorben. So, wir haben ja bald wieder HT ready, dann könnten wir ja oben doch den krassen gezogen. Pull machen. Hat 6 Minuten. Alter, ich kann mich ganz schön prägen. So, deswegen kommst du wegen der Gilde. Ja, kurz war so ein Gildenread ist geraged und hat alle gekickt, ne? Die Gilde disbandet.
So ist das Übliche halt, ne? Was man so macht, wenn man keinen Bock mehr hat auf Raiden. Kurz vor Janina. 2 Minuten haben wir noch auf AT. Wollen wir es probieren hier mit Nuken? Über Oh, 2 Minuten ja, ist noch. DD dabei. Geht's eigentlich? 5 Minuten. Alter, die geht ein. Nee, hier bringt der Stealth eh nix, weil du ja mit dem Boss-Pull eh alle Mobs hast. Oh, ich dachte, ihr addet da hinten. Super Kid Space war schon lange nicht mehr hier. Der war doch der erste letzte da. Ja, 3, 4 Wochen. Ja, nö, ich glaube, Der letzte letzte war Woche im war er Chat. tatsächlich da. Da habe ich Aber gleich. er ist nicht so oft da, das Ja, ist richtig, ja. dann kriegst du bestimmt mal was mit. Lol. Wir können ja das Vier-Monster rausziehen und dann stört das Nehmen zumindest nicht Ach mehr. so. Ich zieh die hoch und dann lass hinterm Boss laufen. Und dann können wir das machen mit dem Geklieve. Und du hielt vielleicht dann noch voll an Mana lassen. Das Nothälfte. Der gefiert. Na shit, ging schon geedit. Ja, dann können wir auch gleich jetzt hier die weghauen. Machen wir es halt so, keine Ahnung. Dann machen wir halt den sicheren Weg. Der Vier hat quasi unser Schicksal besiegelt. Verwandelt. Dürften nicht neben den Mana-Würmern stehen, ne? Wenn die sterben, die explodieren, hauen recht gut Schaden raus. Ah, ich bin halt zu Tode geslowt. Gucken. Achso, Quests habe ich ja hier leider eh keine. Okay. Jetzt müssen wir die Viecher hier mal killen. Tatsächlich, der Hill hielt mich. Ja, mich aber nicht. Für ein Ding nicht. Ich bin Was soll ich denn wichtiger. jetzt machen? Ich sterbe einfach hier runter, jetzt kann ich mich nur selber heilen. Boah, schnell desorientiert die Mobs und ein Eigenhot drauf gemacht. Ja, fick dich, keine Ahnung, ich hasse den Typen. Komm, wir kriegen den Boss doch noch irgendwie tot. Ich will jetzt noch nicht komplett wieder hochlaufen müssen. Er hat Dingens Healer nicht nur wiedergeburt oder so? Ne, Ja, hat er hat er. verschont. Ich meine, der hat vorher es mal rausgehauen. Na komm, go go. Zieht einfach auf den Boss durch, scheiß auf die Ads. Easy. Was ein Gammler ist das. Wer war letzte Woche da? Ach so, Lexi, ja. Ja, nice. Retzen tut er auch nicht. Ich sehe jedes Mal die Arkane Intelligenz. Kick den mal bitte, soll die Quest nicht mehr abgeben. Er retzt halt nicht mehr, weißt du? Ich laufe jetzt nicht die ganze Ding rein. Bye bye. Was ein Spacken, echt. Keine Ahnung. Halt mich nicht? Dann kann ich. Also, ich laufe jetzt nicht mehr hoch und loote den Boss, aber. Wenn dem der nächste irgendwie kleine Namen bekommen Ich hoffe nicht. hat. Ja, das war jetzt ein bisschen fies, aber keine Ahnung. Ihr könnt halt. Er heilt mich halt nicht. Ich muss mich schon selber heilen beim Bosskampf. Und dann. Das ist halt ganz am Ende. Er muss den kompletten Weg hochlaufen, ne? Einen kurzen Retz, was er machen könnte, ne, juckt ihn halt nicht. Lieber will er seine Quests abgeben, ne? Und dann gibt er halt keine Quests ab. Hat er halt jetzt Pech gehabt. Keine Ahnung. Wenn man schon so ein Assi ist, dann kriegt man es halt genauso, wie man es verdient. Ja. Manchmal kann man sowas machen. Ich bin schon manchmal auch ein bisschen gemein. Bitte nicht Arkadras. Nee, das ist Mechana. Aber Mechana. Naja, gut, Mechana geht. War mal letztens ja auch schon drin, ne? In dem Laden. Oh.
Das Mechana, da bin ich letzte paar Wochen so oft drin gewesen. Ja, Mechana ist halt so ein Laden. Boah, ich habe tatsächlich einen Heiler, der mir jetzt schon die Hots draufhaut, ne? Glaub's ja nicht. Macht sogar ein bisschen Damage, der Dude. Da los. Ist langweilig. Ja. Du merkst, jetzt wird's so langsam schon ein bisschen zäher, ne, mit den Leveln. Ja, bis Level 60 geht's eigentlich echt ziemlich gut und dann so 70, 80er Bereich wird's dann echt zäher. Ja, anscheinend haben wir den komischen Guild-Lead, wenn er halt einfach die Gilde random disbandet, ohne jemanden Bescheid zu geben, ne? Aber, oder hatten besser gesagt, muss man in der Vergangenheitsform reden. Naja, aber kannst du jetzt drüber aufregen, bringt ja auch nichts, ne? Also im Endeffekt geht alles irgendwie weiter. Hätte jetzt eigentlich dazu pullen können, aber hier diese Bombentypen hauen recht gut Schaden raus. Da gehen wir erstmal lieber auf Nummer sicher. Man weiß ja nie. Aber die können wir, glaube ich, dazu ziehen. Was, lass den mal bomben? Nee, keine Ahnung. Ich habe da jetzt auch keinen tiefen Groll oder so. Muss jeder selber wissen. Also im Endeffekt kann es ja bei jedem sein, dass er auf das Game keinen Bock mehr hat oder aufs Raiden keinen Bock mehr. Nö, das ist ja jedem freigestellt. Aber dann kann man sich halt hinstellen und das sagen und nicht halt einfach wie so ein kleines Kind, ne, Rage quitten oder halt die anderen vor veränderte Tatsachen stellen. Das wäre halt immer die schönere Lösung. Unterm Strich kommt es natürlich aufs selbe raus, ne, wenn wir ehrlich sind. Was wirst du so schnell? Was heißt schnell? Ich habe den letzte Woche habe ich ja angefangen mit dem Char und ich habe ja nur am Samstag gespielt. Ich habe quasi den ersten Samstag auf 50 gespielt und den zweiten Samstag auf 75, ne? Nur Samstagabend. Und heute, da jetzt kein Raid ist, habe ich jetzt vorhin angefangen vor 40 Minuten. Jetzt ist er halt 78. Eigentlich, also ich habe jetzt nichts Besonderes gemacht. Einfach Dungeons gelaufen mit einer festen Gruppe und das geht meistens halt am schnellsten, ne? Weil du halt dich da ein bisschen absprechen kannst und dann halt zügig durchkommst. Aber jetzt irgendwas Besonderes habe ich nicht gemacht, ne. Ich weiß gar nicht, was manche mal beim Leveln rumeiern. Also, du kannst halt mittlerweile echt schnell hochspielen, ne. Vor allem, wenn du halt die Erlaubnis-Sachen hast, ne. Ich hab hier alle Items, also auch beide Ringe sind halt nochmal insgesamt, wenn du beide Ringe hast, 10% mehr. Und gut, den Trank habe ich noch drin, aber das ist ja eigentlich kein Hexenwerk, ne. Das hast du ja auch. Hast du ihn nochmal gesprochen? Er war kurz im TS und hat gesagt, ja, er hatte Lust, den Dispend-Button zu drücken, ist dann wieder gegangen. Also hat es sich nicht erklärt oder ist eigentlich nicht auf eine Diskussion eingegangen. Aber, weißt du, ihn jetzt dafür blöd anzumachen, es bringt ja auch keinem was, ne? Also, wenn du da jetzt irgendein Streitgespräch anfängst und das für dich im Kopf gewinnst oder irgendwas, wem ist damit geholfen? Niemanden. Also von dem her ist es halt nicht zielführend. Also finde ich zumindest. Manchen Leuten hilft sowas, wenn sie irgendwen anschreien können, aber ich glaube, da war jetzt auch keiner in der Gilde so, dass er gesagt hat, er ist jetzt übelst sauer oder irgendwas. Ne? Das ist halt. Man hat alle bloß ein bisschen verblüfft, warum er auf einmal weg war. Muss ich mal gucken, der Heiler hat langsam keinen Mana mehr. Eine Gruppe pulle ich noch. Dann lassen wir ihn mal recken. Aber der hortet ganz gut, der Dude. Hauen halt hier einen Haufen E-Damage raus, ne? Flutter. Okay, jetzt reckt er. Machen wir mal einen Mob, bis er fertig gereckt hat. Ja, so ist das.
Irgendwas muss ich mir für M&P noch einfallen lassen, dass man da ein bisschen schneller durchkommt, weil mittlerweile ist das jetzt eigentlich so der langsamste Bereich, ne, den du hast. Schauen wir gleich mal, ob wir den Boss von oben runterziehen können. Dann können wir uns vielleicht ein bisschen die ganzen Trash-Mobs sparen. Gleich mal schauen. Also Max ist ja bei uns Guild-Lead, ne? Und hat halt auch mit Dele relativ zusammen viel gemacht. Oh shit, wo kommen jetzt die alle her? Die wollte ich jetzt eigentlich nicht alle pullen, aber gut. Kriegen wir auch hin. Also Dele habe ich jetzt nicht mehr gesprochen. Der ist anscheinend auf Untertauchmodus, aber der hat von der Arbeit relativ viel wieder zu tun, was ich jetzt so gehört habe. Also von dem her, ja. Bei dem sieht es bei dem eh schlecht aus. Wir kommen aber gerade besser durch als das letzte Mal, ne, wo wir ja drin waren. Oder? Was meint ihr? Na gut, ich bin auch als DD-Suppe. Ja, aber du machst nicht so viel Damage wie der andere Mage, ne? Gestern hatten wir halt den anderen Mage, der wo eben kein Damage gemacht hat. Also den einen, der wo gut war Ach und der so, andere, ja, wir der wo hatten da eben noch. nicht. Ja, gut, aber so wenig hat er Das jetzt hat auch sich nicht gemacht. dann ausgeglichen. So wenig war es auch nicht. Ja, ich bleib stark für euch, ne, hier. Und Alles hier macht gut. der Heil ja auch ein bisschen Damage. Stimmt, ja, der Devage ist auch mit drauf. Der macht das ganz gut. Schauen wir mal, ob jetzt dieser Boss besser klappt, ne? Da hatten wir den anderen Heal dabei, der nicht wusste, wer der Boss ist und mich dann einfach sterben lassen hat gestern. Am besten ziehen wir dann oben bei dem gleich wieder HT. Ja, ist ready. Und tunnel den einfach nur weg. Wo backen die jetzt, wenn wir die unten? Kommen die hoch, die Mobs? Hallo. Die stehen da unten jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob wir die nur machen sollten. Ja, okay, jetzt sind sie resettet. Ne, jetzt haben sie einen Hunter im Target. Wir müssen jetzt resetten nochmal, um es jetzt lassen. Ja, mal schauen. Gucken wir mal, Ich was kann im mir Combat Todstellen machen, rauskommen wenn die ist. mich Wäre hier. sonst halt blöd für einen Heiler, weil der kann halt sonst nicht Mana regen, ne? Ich Ist hätte dann es mit halt. Todstellen gemacht, die hatten ja nur mich im Target. Also volles Das sind Life sie. haben sie wieder. Jetzt werden wir gleich schauen, ob wir aus dem Combat rauskommen. Nope. Ah, doch. Jetzt sind wir aus dem Combat. Gut, zieht auf den Boss durch und zieht HT. Macht Willst du ihm. was? Ja, da hinten ist der Ja, Boss. dann. Hier, Totenkopf. Die Feuer. Nicht auf die Feuer-Elis gehen. Die bringen nix. Okay, dir läuft eben Heiler hinterher. Perfekt. User left your channel. Also ich gehe Ich weiß gar nicht, ob du die auch zurück, wenn er routen nicht mit könntest, anfliegt. User theoretisch. left your channel. Kann ich die wegkicken? Nö, die kann ich nicht mehr wegkicken. Perfekt. Der ist immer ein bisschen nervig mit diesen Feuerelementaren. So, komm jetzt schnell durch hier, dann können wir die Wellen alle hinten zusammenziehen. Ey, Spawn hat die ganze Zeit diese Wellen immer, ne? Kannst du eigentlich direkt zum Boss ziehen. Ach komm, wenn die halt nicht immer rumkicken würden.
Ich müsste mir das eine Addon holen, was der eine Dude hatte, wo er immer angezeigt bekommen hat, was der schnellste Run in der Instanz war. Das war eigentlich ganz praktisch. Dann hast du wenigstens so ein bisschen so eine Art Timer, weißt du, wie in M Plus, wo du dann schauen kannst, oh, bin ich jetzt besser das letzte Mal oder nicht? Ich glaube, mit dem können wir aber auch wieder queuen. Ich fand den jetzt ganz gut, den Heiler. Falls er nicht direkt quittet nach dem Dungeon. Ja, klar. Unter der Prämisse, klar. Wenn er natürlich quittet, kannst du nicht mehr mit dem queuen. Ich glaube, die müssen wir interrupten. Vor allem, die darfst du, glaube ich, nicht Melee hitten, ne? Sehe ich gerade jeder Nahkampfangriff. Also den großen. Nicht, ob ich von den Cleave-Attacken dann auch was reinkrieg. Ja, das hat jetzt ganz gut reingehauen. Ja, mal gucken, ich wollte halt auf jeden Fall jetzt in der einen Episode mal auf Stufe 80 kommen. Dann können wir nämlich danach MOP queuen, ne? Oder halt Cutter, je nachdem. Ab wann können wir das queuen? Sind wir da überhaupt in dem Bereich drin? Ja, also du müsstest es eigentlich ab 80 queuen können. Dann müssten eigentlich die Dings kommen. Mal gucken, ich weiß ja nicht, wie hoch jetzt ihr seid. 71, 75, 75, 77. Ja gut. Du kannst dir, glaube ich, ein, zwei Level drüber noch mit uns listen. Da können Genau, wir. naja, also mit 80 geht's auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, ob es mit 81 nur geht. Ich glaube nicht. Aber das werden wir dann gleich sehen, wie lang das Gut, noch so lange bin funktioniert. ich eh nicht, weil ich habe morgen auch Schule. Schauen wir mal, ob der Heiler nochmal mitmacht. Oh, mit doch nicht. Ja, müssen wir uns halt so, müssen wir uns einen neuen suchen. Ich muss keine neue Gilde machen, weil also quasi die Leute aus der Gilde, die haben schon eine neue gebastelt. Und ja, mal gucken, wie das jetzt da weitergeht. Das muss man halt jetzt mal abwarten noch. Ah, schon mal Instant. Instant Invite. Jetzt hoffen wir, dass mal eine schnelle kommen und nicht Das irgendein geht in Mist. den gleichen wieder vor. Welche Rasse ich spiele? Hier ein Dings, einen Kul'Tirana-Menschen. Hä? Habe ich Wortel gecued? Ups. Ah, aber Anka Heat haben wir noch nicht gemacht. Ach Dies nee, ich eine hab doch geht. gelistet. Ich hatte Wortel, glaube ich, noch drin. Da wird ja da der Heal abgedehnt. Ja, hier ist ja wenigstens bei jedem Boss ein Ding. Ihr müsst unbedingt, ganz, ganz wichtig, die Dings interrupten. Die, warte mal, jetzt müsste ich doch Schädelstoßen mittlerweile auch haben. Also, ne, nicht böse gemeint, oder ist Ah, nicht eigentlich so das. schnell. Ah. Warum ziehst du denn immer den Shroud zu un. Ja, das hat jetzt halt genau gar nichts gebracht. Jetzt stehen wir halt hier. Ihr müsst diese einen Caster interrupten. Wenn die durchkommen, dann bin ich tot. Das ist ein One-Shot. Oder 80% live macht das. Bitte zieh doch den Shroud da, wo es sinnig ist und nicht. Wir haben jetzt die Mobs geskippt, die du eh skippen kannst, auch ohne Shroud. Ne, das sind zwei Ich bin Mobs. doch gerade so durchgekommen. Ja, also das war jetzt, jetzt komplett sinnfrei. Man hätte ab hier den Shroud ziehen können und zum Boss runterlaufen, hätte die ganzen Mobs nicht machen müssen, aber so. Es ist ja gut, dass du ihn benutzt, aber dann halt, wenn dann irgendwo mit Sinn und Verstand. Warte mal, der ist der Mob, den wir kicken müssen. XX müssen wir kicken. Okay, ich desorientiere mal. Lass den mal rein. Okay, ihr habt geedit. Müsst hinten den einen Caster. Okay, der schießt auf den Wasserelementar, egal. Wen schießt der jetzt? Heiler.
Ihr müsst den Typen da hinten kicken, ne? Range Kick. Ja, nur einmal alle 30 Sekunden. Du kannst auch mit jedem CC-Effekt oder mit einem Knockback oder so, da gibt's halt viele Sachen, was du machen kannst. Genau, so ein Desorientier mal reinschmeißen. Denias Charakterstats heißt das meines Wissens nach. What the fuck, wo kommen denn die jetzt her? Soll ich gerade einen Katzengestalter durchsprinten? So Denja und dann Charakterstats. Ja, Grund ist halt wegen, weil der Lead keinen Bock mehr hatte, ne? So einfach ist das manchmal. Schauen wir mal, was wir eigentlich für einen Heiler dabei haben bis jetzt. Heilt er eigentlich ganz okay. Also ich noch nichts Negatives aufgefallen. Gut, er könnte die Krankheit runternehmen. Das wäre cool gewesen. Priester können nämlich Krankheiten, glaube ich, dispellen. Blutelf oder Taure? Hä? Was ich spiele? Nee, ich spiele die Allianz. Also weder Blutelf noch Taure. Kul'Tiraner. Ich spiele die neuen verbündeten Völker, weißt du, dass ich die Achievements dazu krieg. Als nächstes mache ich dann den Zandalari-Troll, wenn ich den hier fertig habe. So ist die grobe Planung. Schreib halt einfach im Gruppenchannel schnell, wenn du dein Shroud ready hast, dann sage ich dir, wo es sinnvoll ist, ihn zu benutzen. Hier kann man skippen, indem man hier durch die Blume läuft. Oder Blume, irgend so eine Pflanze ist das halt so eine hässliche. Mal schauen, ob das alle hinkriegen. Ah, ich glaube, es sind alle durch, oder? Tatsächlich, bin ja beeindruckt. Ich muss nur kurz mal Wasserelementar weg. Der falsche 50er pullt immer alles. Der falsche 50er, ja. Man hat's nicht leicht mit den Pets. So, warte mal, ich wollte meinen Schädelstoßen rausziehen. Wo ist denn das? Hier. Ich habe ja jetzt fast alle Spells, ne? Mit 77. Gucken, was fehlt denn noch? Das brauche ich alles nicht. Alter, die kickt mich ein bisschen. Ja, jetzt habe ich soweit alles, ne? Bald kann ich wahrscheinlich auch wieder was skillen, oder? Ne, mit 90 erst. Ja gut, aber da kommen jetzt nicht mehr so wichtige Sachen. So, die wichtigen Spells hast du jetzt alle mit dem Level. Das ist halt ein stabiler Tank. Er kann sich halt ziemlich gut heilen, ne? Aber stabil ist er nicht, der frisst halt ziemlich viel, ne? Hast du die Quest auch gerade extra andrücken, dass die abgibt, oder? Ja. Warte mal, die Quest. Ja, stimmt, hier. Da fehlen dir jetzt auch ein paar. Ja, stimmt. Jetzt fehlen hier Mobs, ne? Ja, die machen wir jetzt gerade, das sind zwei Stück pro Bereich da. Ja, blöd. Hä, wo, sonst ploppt das doch eigentlich immer auf, ne? Bei mir eben auch nicht gerade, deswegen. Ja, haben wir da hinten noch so Mobs? Weil das ist natürlich jetzt ja, blöd. Ja, genau. Dahinter steht nur jeweils zwei. Sind das die richtigen? Ah ja. Ja, Auge die von Dingfusens. Ja, da müssen wir die halt jetzt noch mitmachen. Ah shit, jetzt pull ich die Mobs und werd genau dann gefeiert. Jetzt schießen die random hier rum. Gut, dass du es gesagt hast. Normalerweise wird das eigentlich immer automatisch abgegeben, ne? Komisch, dass das jetzt nicht funktioniert hat. Ja, manchmal bugt das ein bisschen. Seit wann kickert dann die Mobs hier die ganze Zeit? Ah, das ist schon öfter so. Das ist ein bisschen nervig. So, wieder eine Warfront fertig. Wenn wir unsere Dinger hochgespielt hätten, hätten die Mobs richtig zusammengearbeitet. Irgendwie der Healer am Stunt, dann ein anderer Accept. Also, ja. War besser als manch du. Und die sprechen sich ab. Genau, ich spiele den Blutelf Tauren auf der Allianzseite. Ich bin geswitcht, hab quasi hier das verraten. Bane, ne? Wie Bane Sylvanas verraten hat.
Wahrscheinlich das eine Spielzeug aus dem Shop. Nee, tatsächlich noch nicht. Das will ich mir jetzt demnächst auch mal holen. Das Spielzeug aus dem Shop. Wenn, dann mache ich das als nächstes Donation Goal oder dieses andere Bei dir Mount. stinkt's ausgelaufen, das Destillat für die 10%. Ah ja, ich sehe es gerade, ja. Das könnte man da mitnehmen, ja. Schmeißen wir nur eins rein. Voll der Geiz. In manchen anderen Spielen gibt es ja so eine Art Kampfmagier, ne? Ist nicht ganz so abwegig. So, Raw rein und auf geht's. Quest wieder drücken. Jo, die hat's. Das Mal hat's geklappt, ne? Diesmal ist es Funktioniert nicht. aufgeploppt. War Ja, sogar teilweise Magier komisch. Platz 1 im Damage. Brauchen wir den. Ne, den einen brauchen extra brauchen wir noch. Shroud ready. Ja, dann, okay, dann. Mal gleich Benutz mal Waffe mal hinschauen, hier Junge. jetzt den Shroud. Aber ich glaube, da müssen wir das Ding jetzt dein Pad wegmachen. Das pult, glaube ich, wieder alles, wenn es rumläuft. Ja, dann pack's mal weg. Okay, auf geht's. Könntest nämlich die hier, also die könntest du wahrscheinlich auch ohne Shroud sogar skippen. Hätten da oben die skippen können, aber die brauchen wir für die Quest, ne? Also hier, du kannst sogar hier rumlaufen, wenn du gut bist, ne? Aber. Die müssen wir eh machen, weil sonst haben wir die Quest nicht dabei. So. Ich weiß nicht, ob. Inwieweit es weitergeht. Ich kann es mir aber vorstellen, ja. Ich glaube aber, dass es jetzt erstmal mit Derek Proudmoore ein bisschen weitergehen wird. Und dass Sylvanas eigentlich so im Verborgenen ihren Plan so weit durchgezogen hat und wahrscheinlich erwartet hat, dass Bane sie verrät. Das glaube ich. Aber, oder es verraten hat jetzt in der Vergangenheitsform. Als nächstes müssen wir die Priscillaschen wieder aus Tol'Nagor wieder rausholen. Echt, ist das. Nee, das ist doch Kommt schon. nicht der große Kampf gegen Sylvanas demnächst? Hey, Tol'Dagor, haben wir doch die schon rausgeholt als Hordler. Echt? Ach, das war doch schon ein vergangenes Ding. Ob man die schon rausgeholt hätte. Ah, bist du irgendwie ein bisschen hinten dran mit der Ach, War-Campaign? ich hab sie noch nicht mal gespielt. wir haben ein bisschen da dran. Was ein frohes Neues am Rande. Ja, danke dir auch. Ein paar Monate zu spät, aber hey. So spät war es nie. Ja, klar. Sind die auch bald wieder Sommerferien, also im Urlaub? Shakes und Fidges. Ist das nicht so ein Dings-Game? Keine Weiß Zeit nicht. leider, ja, das ist natürlich blöd. Ja, gut, müssen wir mal gucken, ne, dass man noch genug Zeit hat. So, Level Up komme ich auf jeden Fall. Vielleicht noch, wenn es gut läuft, so ein halbes Level oder sowas. Dann muss man mal gucken, dann bin ich ja kurz vor Level 80. Ja, man merkt schon, jetzt zieht sich schon ein Ticken länger, ne? Das definitiv. So, 79 bin ich. Die Stunde haben wir auch voll. Dann schauen wir noch was wir aus dem Säckchen rauskriegen. Eine Hose und Handschuhe habe ich vorhin gekriegt. Ja. Dann sind wir mit der Stunde soweit durch. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.